Einen wunderschönen guten Morgen. Am Samstagmorgen zum Samstagswochentalk. Meine Tasse Tee. Ich habe jetzt angefangen, mir anzugewöhnen, Tee zu trinken als allererstes statt Kaffee. Bekommt mir besser. Ja, worum geht's heute? Es geht heute um Allgemeines und es ist wieder ein kleiner Beauty-Talk. Eigentlich so ein Shopping-Talk. Also heute wird geshoppt. Shopping-Ideen. Für euch. Also ich habe einiges mir neu zugelegt und möchte euch das ganz gerne zeigen, weil das sehr beliebt ist. Klar, wir Frauen lieben nun mal schöne Dinge und möchten nicht immer nur über Probleme reden. Heute ist mal ein leichteres Video dran und nicht gerade das Unsichtbare, obwohl das sehr, sehr wichtig ist mit dem Unsichtbaren. Ich hätte es nicht geglaubt, dass es so einen Stellenwert doch in unserer Gesellschaft einnimmt. Ja, ja, was habe ich an? Ich habe was Seidiges an, ein Seidenkimono, einen wunderschönen, ihr merkt, ihr hört, wie die Seide raschelt, ein Seidenkimono und ich zeige euch dazu jetzt mal ein kleines Video. Ich habe hier einen Seidenmantel an, unglaublich luxuriös glänzend, dicht fließendes Material, ein Seidenprodukt für jede Frau. Reine Seide, reine Qualitätsseide, wie ich sie ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Es ist keine verblichene, dünne Massenmarktseide, sondern ein dichtes, luxuriös, unglaublich hochwertiges Gewebe. Die Seidenfäden sind sehr widerstandsfähig und ein solcher Morgenmantel oder Kimono wird dich jahrzehntelang begleiten. Er kann gewaschen und gedämpft werden, er wird nicht reißen oder sich verändern. Jeden Tag Schönheit für zu Hause. Mit diesem Kimono fühlt man sich jeden Tag zu Hause schön. Nach der Arbeit, im Wohnzimmer entspannen, sich pflegen oder morgens beim Aufstehen frühstücken oder einfach nur so zum Chillen. Also ich fühle mich sehr wohl in diesem Kimono. Er fühlt sich angenehm an, angenehm kühl. Es ist eine wahre Freude, ein Geschenk an mich selbst. Ja, diesen Seidenkimono kann man natürlich erwerben bei der Firma Sleep & Glow. Das ist eine Firma, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite und auch schon lange, weil da ist auch dieses Kissen her. Und ich werde immer wieder gebeten, bitte gib doch mal Feedback mit dem Kissen. Was ist mit dem Kissen? Das Kissen ist wunderbar. Das Sleep & Glow Omnia Kissen, das ganz simple Kissen mit dem simplen Bezug. Ich blende das auch nochmal ein. Wenn man auf einem normalen Kissen schläft, unabhängig vom Material des Kissenbezuges, kann die Haut gedehnt und zusammengedrückt werden, wodurch Falten und morgendliche Schwellungen entstehen. Mit der Zeit verwandeln sich diese Schwellungen in permanente Schlaffalten. Wir haben hier dieses Omnia-Kissen entworfen von Kosmetologen und Orthopäden mit einer Gesichtsmulde für Seitenschläfer, die Zone für die Kopfpositionierung, eine Kopfmulde für Rückenschläfer, ein oberes Kopfstützpolster, ein Nackenstützpolster und eine Einbuchtung für den Schulterbereich. Zusätzlich ist noch eine Schaumstoffeinlage, um die Kopfkissenhöhe anzupassen, wer jetzt zum Beispiel nicht so ein hohes Kissen möchte. 92% aller Nutzerinnen sagen, dass sie nie wieder mit ihrem alten Kissen schlafen möchten. Also ich kann das nur bestätigen. Ich schlafe sehr gut darauf. Das ist ideal für mich, da ich Seitenschläferin bin. Selbst wenn ich mal auf den Rücken zurückrolle, es ist diese spezielle Mulde in der Mitte des Kissens, hilft mir, also nachts mich für längere Zeit auf dem Rücken auch zu positionieren. Und dies ist natürlich schön für die Hautpflege und die Schönheit. Der Nacken wird richtig gestützt und die Körperposition wird, also die richtige Körperposition wird gewährleistet. Wir haben hier den hochwertigen Hightech Memory Schaum, der passt sich dem Kopf und dem Nacken an. Also er reagiert auf das Gewicht und die Wärme meines Körpers und passt sich der Form des Kopfes und des Nackens an, wodurch ein bequemer, erholsamer Schlaf gewährleistet ist. Man kann dieses Kissen 30 Nächte Probe schlafen, es gibt diese Geld-Zurück-Garantie, weltweit in über 30 Ländern patentiert. Entworfen und produziert in Europa, der Memory Schaum wird aus zertifiziertem, hochwertigen europäischen Rohstoffen hergestellt, handgefertigt nach höchstem Qualitätsstandards.
Also selbstverständlich gibt es zu diesem Kissen einen Tencel-Bezug dazu, ja. Man kann sich auch einen Seidenbezug kaufen, den muss man aber extra werben. Aber dieser Tencel-Bezug, Tencel ist 100% Eukalyptusfaser, gibt es dazu. Und ihr kriegt hier, das ist ein Dauercode, dieses Kirsti Coco ist ein Dauercode, 10 Euro. Und ich muss sagen, ich habe zwischendurch wieder mal ein anderes Kissen gehabt, auch im Urlaub, da hatte ich das nicht mit. Es ist prima. Also für meinen Nacken und auch hierfür, ne? Es ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, man kann diese Codes nutzen oder auch sein lassen. Es ist hier ein Beauty-Talk heute und da gehen wir gleich weiter. Was habe ich auf den Lippen? Das wollt ihr, ich will jetzt nicht sagen immer, aber ich werde sehr, sehr oft gebeten, bitte schreib doch mal, was hast denn du drauf, was hast denn du benutzt? Und ich werde auch mal ein Video machen, was laut Vogue, und zwar vielleicht in der nächsten Woche oder übernächsten Woche, so die Frühjahrstrends sind, die mir sehr, sehr gelegen kommen. Also Frühjahrstrends nicht mit Klamotten, sondern auf dem Gesicht. Aber heute, was habe ich heute drauf? Einen relativ unscheinbaren, obwohl der, wie er heißt, ist nicht unscheinbar, unscheinbar Dance Floor Princess von Charlotte Tilbury. Ist eine sehr, sehr schöne Verpackung. Charlotte Tilbury in aller Munde, sehr bekannt. Eine tolle Frau, finde ich, sieht super aus. Sie hat so was Eigenes, so. So was Unverwechselbares. Also dieser, den ich mache noch mal drüber. Dance Floor Princess, ein Nude-Ton. Kann man immer nehmen, kann jede Frau nehmen. Jetzt nicht gerade günstig, aber ist sehr, sehr schön. Dreht bitte den Lippenstift niemals so weit heraus und malt dann. Ne? Immer nur so ein Stück, dann kann er abbrechen. Zum Beispiel ist mir von der, obwohl ich nicht rausgedreht habe, von der Lisa Stansfield, wollte ich schon gerade sagen, von Lisa Eldridge oder Liza Eldridge, der ist mir weggebrochen. Schade, ne? Und der war nicht günstig. Und den musste man sich extra schicken lassen. Also ein sehr schönes Design. Ja, weiterhin. Jetzt wären wir ein bisschen günstiger. Wir gehen jetzt mal bis zum günstigsten vor. Das hängt aber dann mit diesen Trends zusammen, die wir bekommen werden im Frühjahr. Was wir auf den Augen so haben, werden blau, lila, grün. Und ich hatte geguckt und Monolidschatten sind ganz in, also sind, weil wir die Farbe nur noch plakativ monomäßig aufgeben auf das bewegliche Lid. Das ist der Trend. Ich renne ja nicht allen Trends hinterher, aber die alten Trends, so 70er, 80er, 90er oder 80er, 90er, da bin ich dabei. Dann schreie ich sofort Hurra. Also Sephora, die Eigenmarke. Berlin ist es ein Galeria Kaufhof, gibt es ja noch. Sehr schön, kosten 12 Euro. Da haben wir 5 Farben in Grüntönen und ein Beige natürlich. Ein Beige, so ein Creme, Champagnerton. Als Unterlage hier zum Highlighten. Blau habe ich jetzt nicht gesehen, das war schon ziemlich auskommt. Und lila. Also es ist zu empfehlen. Sephora gibt es ja auch online. Die lila Töne fand ich auch sehr schön. Und ich bin günstiger damit gefahren, als würde ich mir die jetzt einzeln kaufen bei Art Deco. Bei Art Deco haben sie auch sehr schöne Töne, so Pastelltöne. Ein bisschen glitzerig ist auf den Augen erwünscht, dafür weniger auf der Haut. Da nur Rouge. Rouge ist... Aber dazu mache ich wirklich ein extra Video, dass ihr euch schon mal freuen könnt. So ein bisschen buntig. Ja, und ein bisschen farbenfroh. Also bei Sephora gibt es diese schönen Paletten. Ich halte die andere auch nochmal hoch. Ja. Ich bin ja sonst nicht so die Palettenqueen, aber in dem Falle, die kosten wie gesagt 12 Euro noch was, habe ich gedacht, okay, her damit, bevor ich mir die einzeln kaufe. Und ich will einfach mal wieder ein paar Looks schminken für euch, weil ihr das gerne seht. Ne? Ich kann euch nicht immer nur zutexten, obwohl ich das ganz gerne mache. Ja, dann auf den Nägeln habe ich so einen ganz unaufdringlichen Nagellack. Spring, das ist von Essie, die 888. Das ist ein Rosé-Ton und der ist so glitzerig. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Es gibt auch so Glitzerlacke, die, ich mache den mal drauf. Nochmal, dass man das sehen kann. Der sehr schwer zu entfernen ist, wo dann diese Glitzerpartikel so oben drauf, so wie so
wie so Sandpapier oben drauf liegen. Das ist also bei dem nicht der Fall. Das ist weiterhin glatt nach dem Auftragen und lässt sich auch wunderbar entfernen. Also Essie, ich bin von Essie-Lacken sehr begeistert. Ihr wisst, ich mag auch die teuren Marken, aber Chanel und Dior, das muss nicht sein. Also die Lacke sind auf keinen Fall besser, ganz im Gegenteil. Also Essie ist mein absoluter Favorit. Und dann habe ich jetzt noch einen Drogerie-Favoriten für euch, und zwar eine Mascara. Ich kann ja wieder anfangen oder habe wieder angefangen, meine Wimpern zu tuschen nach diesen Augen-OPs, nach den zwei Augen-OPs. Ich habe ja, jetzt habe ich hier drauf gefasst. Ich habe ja neue Linsen bekommen. Ich hatte ja diesen grauen Star und es ist übrigens fantastisch. Ne? Also ich habe null Probleme, kann super sehen. Aber was ist jetzt mit den Wimpern? Also Wimperntuschen. Ich habe irgendwie so, ich reibe ja und rubbel sowieso nie so doll. Aber jetzt, wenn man sich Wimpern, also Mascara aufgibt, muss man ja schon so ein bisschen, naja, so ein bisschen mehr Druck ausüben. Und man kann zwar einweichen und dann nach vorne ziehen, aber ein bisschen wird doch gerieben. Und ich hatte immer so die Bedenken, ah, mit den Linsen, aber die kann sie ja nicht verschieben. Die ist ja hinter der Hornhaut, die ist ja dahinter, ne? Aber ich bin trotzdem vorsichtiger und suchte jetzt eine Wimperntusche, die leicht abzumachen geht, aber trotzdem hält. Ich hatte immer noch diese, den Favoriten hier, den fand ich ganz gut, diese Lancôme, diese Hypnose. Bin ich gar nicht mehr mit zufrieden, die lässt sich schwer abmachen. Und ich habe einen guten Augen-Make-up-Entferner, den von Dalton, den Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner. Ganz schlimm war die Volume Chanel, da hatte ich noch so kleine, habe ich immer ausprobiert. Ich habe nur diese Reisegrößen. Und jetzt die allerneueste Allure Noir, das ist auch eine ganz neue Wimperntusche. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr gut gefallen, hat ein ganz tolles Bürstchen, die lässt sich auch prima abmachen. Aber was hier das Problem ist, da ich auf dem Fahrrad sitze und manchmal drehen die Augen. Ich kam da gestern an, ich bin da zum Tanzen gefahren und sah aus wie ein Panda. Ich hatte zum Glück einen Spiegel mit mir, lief, also ich sah aus, das geht ja mal gar nicht. So, und jetzt habe ich wieder die super preiswerte Princess Lash, diese falsche Wimpern von Essence, die... Die habe ich ja auch schon vor 5 Jahren benutzt. Ich benutze ja immer wieder hin und wieder. Ich habe immer eine da. Die ist fantastisch. Also ich kann nur sagen, wer jetzt eine gute Mascara möchte, nicht so viel Geld ausgeben will und eine wirklich Zufriedenheitsgarantie. Also ich kann das nur sagen, dass diese Mascara, und die wird auch oft von anderen Make-up-Artists vorgestellt, finde ich prima. Das ist eine tolle Mascara für 3 Euro oder vielleicht kostet es jetzt 3,95, keine Ahnung. So, das sind jetzt die Beauty-Tipps. Ich freue mich schon auf so ein Make-up-Video, aber das wird nicht so ein Make-up-Video, wie ihr es kennt. So Schicht für Schicht und Phase für Phase und Contouring und was es alles gibt. Nein, 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 das wird ganz wenig, weil laut Vogue wird alles ganz, ganz wenig, aber grell, ja doch sehr... kontrastreich, sehr farbenfroh, also schon bam, ne? Besonders die Wangen. Also Rouge ist kann super Apfelbäckchen, macht immer ein gesundes Aussehen. Ja, so jetzt habe ich mal die ganze Zeit mit diesem entzückenden Kimono hier gesessen und ihr seht ja nochmal dieses glänzende, den gibt es auch in verschiedenen Farben. In Champagner, in Beige, in Blau, ich bin ja nur so der Schwarz-Fan. Vielleicht hätte ich mir mal eine andere Farbe aussuchen sollen. Aber ja, ich habe eben auch viele solche so Homeware-Klamotten, die dunkel sind. Und deswegen schwarz. Ne? Deswegen habe ich auch, ich nehme jetzt schwarz. Naja, ja, also ist zu empfehlen. Ein wunderbares Geschenk an einen selbst oder, genau, oder Muttertag. Ne? Muttertag ist ja auch bald im Mai. Ja. Ich finde es immer toll, wenn man sich Geschenke an sich selbst macht und nicht darauf wartet, dass man irgendwann was irgendwie geschenkt bekommt. Oder man gibt klare Anweisungen, ich wünsche mir das und das, bitte kauf das und das, bestell das da und da. Das ist ja nun leider so mit dem Bestellen, dass wir überall bestellen, was natürlich ein Jammer ist für die Städte und für die Geschäfte. Ich versuche aber nach wie vor auch noch in Geschäften einzukaufen, unterstütze auch Boutiquen, besonders kleine Boutiquen hier in Potsdam. Und da ist eine Boutique, die ich ganz besonders unterstützen werde in der nächsten Zeit, weil die auch einen, und das kann ich auch hier auf Social Media, weil die auch einen Online-Shop haben werden. Und das ist prima.
Und da ihr immer wissen wollt, was hast du denn da an? Und da geht es um T-Shirts. Aber das kommt alles so Step by Step, so peu à peu in den nächsten Videos. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch wie immer ein fabelhaftes, herrliches Wochenende. Seid besonders gut zu euch. Schaut mal bitte auf den Seiten oder auf der Seite von Sleep and Glow nach. Es ist alles in der Infobox verlinkt. Und nutzt den Rabatt, wenn ihr wollt. Diese 10 Euro haben oder nicht haben, ist immer gut. In diesem Sinne, ciao, ciao, auf Wiedersehen und bis bald. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Kostenlos, würde mich freuen, dass wir hier wachsen, wir Ü50 plus. Aber ich bin auch, oder ich freue mich auch über jüngere Zuschauerinnen, ältere Zuschauerinnen. Es ist hier ein Gemischwarenladen. Alles ist möglich. Also, ciao, ciao.